Guten Morgen zusammen. Wir haben heute Sonntag. Für mich stehen heute wieder 2 bis 3 Trainingseinheiten an. Nachdem es ja im letzten Vlog darum ging, wie viele Kalorien ich an einem Trainingstag verbrenne, geht es heute darum, was ich an einem Trainingstag esse. Wir haben gerade 7:15. Um 8 werde ich heute wieder ein Radrennen fahren, ein virtuelles. Das heißt, jetzt gibt es vorher nur ein kleines Frühstück. Dazu gönne ich mir 3 Scheiben Toast mit etwas Honig. Das sollte nicht allzu schwer im Magen liegen für die Einheit. Und danach gibt es dann ein richtiges Frühstück, nenne ich es mal. Und in diesem Sinne erstmal einen guten und bis gleich. War jetzt eine sehr solide und sehr geile Einheit. Die Zahlen habt ihr ja gerade eben schon gesehen. Als Versorgung hatte ich mir 2 Flaschen mit ISO gemacht, eine Packung Gams und 2 Gels hingelegt. Ich habe allerdings, um ehrlich zu sein, nur 2 kleine Gams gegessen und eine halbe Flasche an ISO getrunken. Das heißt, da ist jetzt noch einiges übrig. Jetzt würde ich sagen, geht es erstmal zum zweiten Frühstück, weil ich jetzt vor der Einheit doch relativ wenig gegessen hatte. Und das heißt, jetzt geht es erstmal die Speicher auffüllen, um dann den restlichen Tag zu überstehen. Zum ersten Mal tut mir leid, dass ich heute bei dem Vlog jetzt auch nicht ganz so viel beim Training aufnehmen konnte und auch mein Essen nicht ganz so viel vloggen konnte. Deswegen jetzt einfach mal eine kurze Zusammenfassung. Aber das liegt einfach daran, dass ich zurzeit jetzt noch gute 4 Wochen arbeiten muss und die 40-Stunden-Woche plus noch die 30-Stunden-Training, die ich ungefähr habe, sind dann relativ eng getaktet plus noch andere Sachen, die ich am Wochenende erledigen muss. Deswegen jetzt einfach mal eine kurze Staffelung von dem heutigen Tag. Nachdem ich heute früh dann das Rad reingefahren bin, gab es dann danach erstmal als zweites Frühstück einen schönen Porridge. Schön mit Haferflocken, ein bisschen Kakao, Apfel und Früchte. Einfach um ein bisschen die ganzen Speicher wieder aufzufüllen. Danach ging es dann für mich noch zum Schwimmen. Da war ich knappe 5000 Meter schwimmen. Lief relativ solide. Das hier war das folgende Programm, das ich geschwommen bin. Nachdem ja Faschingszeit ist, habe ich dann auf dem Rückweg erstmal auch schön ein paar Krapfen vom Bäcker mitgebracht und ein Stück Kuchen, sodass ich dann erstmal schön mit meiner Familie noch Kaffee trinken konnte und nochmal ein bisschen die Beine ausruhen konnte, bevor es dann heute Abend noch zum Long Run ging. Da hatte ich jetzt dann 25 Kilometer auf dem Plan. Ich habe mich recht gut gefühlt, deswegen habe ich dann direkt 27 draus gemacht, einfach weil es recht solide lief und Spaß gemacht hat. Und jetzt dann zu guter Letzt gab es noch das Abendessen. Da habe ich mir schön 2 Pizzen gegönnt, weil ich über den Tag nicht ganz so viel gegessen habe. Weil ich einfach möchte, dass ich in die nächste Woche auch wieder mit schönen vollen Speichern reinstarten kann. Wie gesagt, es sind noch 4 Wochen, aber danach geht es dann wieder richtig los. Besonders, weil ich dann auch im April in mein erstes richtiges Trainingslager mit der TG Victoria starten werde. Von daher dürft ihr gespannt sein und in diesem Sinne, wie immer, vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Video.